Herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing-Video hier bei Abenteuer Brettspiele. Diesmal mit einem Spiel, ja, was ich jetzt aus zweiter Hand sozusagen gekauft habe, nämlich After the Empire von Grey Fox Games. Das war ein Kickstarter, ja, wo ich damals wirklich überlegt hatte mitzumachen, aber ja, mich dann doch nicht durchregen konnte. Und jetzt habe ich doch einiges noch mehr darüber gesehen und gelesen und fand das doch ein sehr spannender Mix. Und von daher habe ich mich jetzt ja doch entschieden, das mal im Auge zu behalten und habe es jetzt ja relativ günstig von jemand anders kaufen können. Und das ist die normale Retail-Variante. Gehe ich gleich ein bisschen drauf ein, was da so noch die Unterschiede durchaus sind zu der Kickstarter-Variante. Aber rein spielerisch ist das ja völlig ausreichend. Und ja, da können wir mal reinschauen. Ist natürlich auch schon ausgepackt und nicht mehr jetzt in Shrink. Und ja, schauen wir mal. Einmal die Regeln. Ist auf Englisch natürlich. Ist auch jetzt, wüsste ich noch nicht, dass da eine deutsche Version irgendwie angedacht ist. Ja, und grundsätzlich thematisch ist es halt so, dass es irgendwie untergangene Königreiche sind. Flüchtlinge kommen von einem anderen Königreich zu unseren verschiedenen Burgen, die wir so haben in unseren Ländereien. Aber auch, gegnerische Fraktionen, irgendwelche Angreifer, Invasoren mit Bogenschützen und Schwertkämpfern und so weiter, die dann uns versuchen, unsere Burg zu erstürmen. Und das ist ganz witzig, ist so eine Mischung aus Eurogame. Wir haben halt Einsatzfelder. Schauen wir uns gleich auf dem Spielbrett nochmal genauer an, wo wir halt verschiedene Dinge bekommen können, umtauschen können. Wir können Gebäude errichten, wir können Flüchtlinge quasi, die uns dann bestimmte Fähigkeiten bieten etc., können wir quasi aufnehmen. Aber es greifen halt auch jede Runde eben aus verschiedenen Richtungen. Das weiß man dann eben oft nicht so genau, wo die kommen. Da muss man dann seine Truppen clever positionieren und so weiter. Greifen die an. Ja, und im Endeffekt hier ist die Aktionsphase. Das ist halt sozusagen die Eurogame, die Worker-Placement-Phase, wo wir die Worker einsetzen können. Wir haben am Anfang, glaube ich, 3 und 2 weitere kommen dazu. Plus einen können wir auch noch bekommen, wenn wir mal überrannt wurden in einer Runde. Dann bekommen wir so einen Bonusarbeiter, um ein bisschen ja, uns wieder hoch zu helfen sozusagen, und wenn wir uns dann ausgerüstet haben, kommt dann die Phase 2. Ihr seht auch hier Plastikburgen für, also die eigenen Burgen sind so aus Plastik, Holz soll das sein und Stein. Schauen wir uns gleich genauer an, das ist halt auch in der normalen Retail-Variante so dabei. Die Kämpfer selber, auch die Ressourcen sind halt hier in der normalen Retail-Variante Cubes, was ich auch persönlich nicht schlimm finde. Dann kommt die Kampfphase, die ist auch ein bisschen umfangreicher. Man hat Invasion Cards, da je nach Runde 1 bis 4 oder Invader Cards, die zeigen halt, was für Angreifer kommen und aus welcher Richtung die kommen. Und wir haben so eine sogenannte Siege Cards und die haben nochmal Spezialeffekte, die dann triggern jede Runde bei jedem Angriff. Ja, und so müssen wir halt dann verteidigen. Ist dann die Abhandlung des Kampfes dann doch ein bisschen umfangreicher, aber ich denke mal, wenn man das ein, zweimal gemacht hat, geht es relativ easy. Dann kommt es noch zur Einkommen- und Zugreihenfolgephase. Dann sammeln wir noch von unseren Farmen Essen, weil wir unsere Soldaten versorgen müssen. Und dann wird das, ja, Rundenende wird das neu aufgesetzt, werden Dinge wieder angepasst für die nächste Runde etc. Ja, auf jeden Fall durchaus interessant. Ein paar Varianten dabei. Und das war jetzt schon der Blick in die Regeln. Dann haben wir hier, ja, ich glaube, Übersichtskarten. Wir schauen mal hier genauer rein. Das ist Combat, da wird halt nur so mal gezeigt, wie das so abläuft, diese Kampfphase, ja, die dann verschiedene Schritte hat, bis dann es im Endeffekt entweder wir, die Burg ist gefallen oder alle Angreifer sind besiegt. Hier haben wir nochmal Baukosten für verschiedene Strukturen, also vor allem oben für die Mauern und für die Türme, entsprechend Holz oder eben Holz, Stein und sogar Eisen für den Steinturm. Die machen dann aber, die halten mehr aus und beziehungsweise die Türme machen eben auch Schaden. Der Turm, der Steinturm macht 2 Schaden, der Holzturm nur 1 Schaden an den Angreifern. Da sind halt eben Verteidigungswaffen irgendwie drauf. Dann noch hier Möglichkeiten zu reparieren. Auch Soldaten können eben verwundet sein und so weiter. Ja, also ein kleiner Überblick, das gibt es halt für die verschiedenen Spielerinnen und Spieler. Ja, dann haben wir hier ein Tableau von einem von einer Spielerin, einem Spieler, The Swamps of Zudosh. Dann haben wir hier The Bluffs of Norden, also da sind dann auch thematisch so ein bisschen unterschiedliche, ein Sumpfgebiet und ein Eis-Schneegebiet. Und ich glaube, hier sieht es ein bisschen besser, dann sieht man halt hier, also so grundsätzlich Struktur, außenrum können dann
Farmen gebaut werden, die uns halt Nahrung bringen. Die können auch aufgewertet werden. Dann haben wir hier unsere eigentliche Burg und da kommen dann im Endeffekt hier diese Aussparungen. Sieht man ja hier, kann man dann diese reinsetzen, diese Mauern und an den Ecken die Türme. Und hier links haben wir noch ein bisschen Verwaltungssachen. Infirmary, das ist da kommen die Verwundeten hin. Wir können dann auch einen Worker einsetzen, um die sozusagen zu heilen, vier Soldaten zu heilen. Auch hier bauen, eine Bauaktion haben wir. Wir haben hier eine Möglichkeit, uns Nahrung und auch so Schutz zu holen für die Farmen, dass die eben nicht niedergebrannt werden. Ja, viel mehr ist ja gar nicht drauf. Man hat hier noch die Rückseite. Ich weiß gar nicht, die sieht genauso aus, jetzt am ersten Blick. Sehe ich gar keinen Unterschied. So. Ja, so dreht man es. Das ist irgendwie mehr oder weniger genau dasselbe. Das gibt es halt viermal, soweit ich. Genau, für die vier Mitspielenden im Maximalfall. Ja, dann haben wir hier schon das Spielbrett. Das schauen wir uns jetzt auch mal an. Ja, und das haben wir ja eben schon in der Anleitung ein bisschen gesehen. Und hier sieht man halt, hier unten haben wir so eine Siegpunkte-Leiste, Schrägstrich-Geldleiste. Geld ist im Endeffekt das, was wir am meisten haben wollen am Ende, um Sieger zu sein. Aber dann gibt es bestimmte Effekte auf den Angriffskarten, die sich zum Beispiel nur auf den Führenden im Goldwert bezieht. Und wenn man auch verliert, also wenn die Burg gebrannt wird, verliert man auch wieder Gold. Man fällt dann jeweils zurück. Ich weiß nicht, ob das hier sieht, von dem, wenn man 13 Gold hat und würde man auf das 8er Gold zurückfallen, weil das hier oben stehe ich halt die 8. Und so, man verliert dann auch. Gibt dann auch verschiedene Mindestangreifen oder Angriffsstärken pro Runde, was das an diesen Trebuchets hier zu sehen ist. Ja, also durchaus interessant. Und ja, dann haben wir halt verschiedene Bereiche. Oben liegen die Invader-Karten. Ich glaube, eine mal offen, die anderen verdeckt, sodass man ein bisschen weiß, aber nicht viel weiß. Dann haben wir die Siege-Decks, wo dann halt nochmal besondere Effekte sind von den Belagerungen etc. Dann haben wir verschiedene Gebäude, die ausliegen, die wir bauen können. Wir haben Flüchtlinge aus den anderen Königreichen, die wir uns halt anheuern können. Wir haben Secret Objectives, also geheime Zielkarten, wo wir zwei ziehen, eine behalten. Und ja, die können wir auch mit natürlich Punkte oder beziehungsweise Geld am Ende machen und Einsitzfelder. Ja. Einiges ja, dabei, aber jetzt im Grunde genommen auch erstmal nichts wahnsinnig Kompliziertes. Ja, und in dieser doch dicken Box haben wir dann noch weiter Spielmaterial. Hier sieht man schon, sind hier die Steinmauern. Und die sehen ja doch ganz hübsch aus, muss man sagen. Ja, da oben kommen halt quasi die ja auch Cubes drauf, nämlich irgendwie Stein und Holzcubes, ich weiß gar nicht, Steincubes wahrscheinlich, die dann halt zeigen, wie viel, ja, wie gut intakt die noch sind. Wenn die alle fünf durch Schaden beseitigt sind, fällt halt die Mauer und ist dann weg. Hinten drauf, wenn man das hier sehen kann, können dann noch Soldaten stehen. Das heißt, die kann man eben auch bemannen, diese Mauern. Muss man dann auch, um dann die Angreifer schon vor der Mauer eben abzuwehren. Und ich finde, das sieht ganz witzig aus, ja. Also ist auf jeden Fall mal was anderes. Da gibt es dann auch noch, wie man es hier sieht, eine andere Struktur, die hat halt hier nur vier Bereiche für solche Strukturcubes, also ein bisschen schwächer. Das ist halt der Torbereich, ja, wie man hier auch sehen kann. Ist halt das Tor. Eine Seite ist halt, ups, ne, scharf. Eine Seite ist halt das Tor. Aber finde ich ganz witzig. Das gibt es natürlich auch noch in Holz. Da halt, das ist halt günstiger und ich glaube, am Anfang hat man halt so eine Holzbefestigung. Und hier sieht man auch den Torbereich, der hat nur einen Platz für so eine Struktur, was natürlich ja, dann deutlich schwächer ist und deutlich leichter zu beschädigen ist. Hier kann man halt Truppen draufstellen auf den hinteren Bereich hier. Genau. Und was haben wir noch? Dann gibt es noch weitere Holz für alle Spielerinnen und Spieler. Und irgendwo müssten auch noch die Türme sein. Schauen wir uns gleich an. Hier haben wir Angreifer. Das ist halt relativ easy gehalten. Ich weiß gar nicht, wer das bei dem Kickstarter ist, ob das wirklich Meeples sind. Hier sieht man halt einen Schwertkämpfer, drei Schwertkämpfer. Auch ganz ehrlich, das finde ich halt auch übersichtlich und für mich völlig okay. Und hier haben wir ein Spieler-Set. Da haben wir halt alles drin, was der Spieler braucht. Wahrscheinlich hier irgendeine Siegpunkte. Marker könnte ich mir vorstellen. Dann haben wir
diese Farmen, die wir eben auch aufwerten können, wo die dann zwei Essen bringen oder eben ein Essen. Und hier haben wir unsere Arbeiter, die wir einsetzen können. Hier noch Marker für die Reihenfolge der Zugreihenfolge und Siegpunkte bzw. Geldleiste. Also auch gar nicht so viel, was da an Material dabei ist für die Spielerinnen und Spieler. Dann haben wir weitere Token, Bewegungstoken, die wir uns holen können, um halt in der Burg Leute bewegen zu können vor dem Angriff. Wir haben Feuertoken, das heißt, die Türme, die können nicht zerstört werden, die wir haben, aber die können brennen und dann sind sie auch nicht nutzbar. Und andere Marker noch dabei. Dann haben wir hier, ich nehme an, das wird halt Stein sein. Sieht gar nicht so viel aus jetzt im Moment. Naja. Dann haben wir hier, das sind hier die Feuertokens, die dann halt auf die Türme gestellt werden, wenn sie brennen. Die stehen dann halt in so kleinen Plastikstandys drinne und werden dann halt auf die Türme gestellt und die verteidigen sich dann halt nicht mehr, die Türme, aber sie verbrennen, also sie sind nicht komplett zerstört, aber in dem Fall dann auch nicht nutzbar. Hier weitere Marker und auch nochmal für den, achso, das sind die grauen Miepel, die wir halt bekommen, so als Boni, wenn wir mal verlieren, bekommen wir halt so einen zusätzlichen Arbeiter, den wir nutzen können. Rundenmarker, die sich ein bisschen unterscheiden jede Runde. Na gut, so, Karten schauen wir uns gleich an. Noch ein Spielerset, Lehrerbeute, noch ein Spielerset, noch ein Spielerset. Dann haben wir hier Soldaten, die roten sind Soldaten. Das dürfte Nahrung sein, Weizen, dann wahrscheinlich von den Feldern. Dann haben wir hier die Söldner, das heißt, wir können auch jede Runde Söldner anheuern. Die sind dann am Ende der Runde weg oder tot, je nachdem. Deswegen sollte man eher die Söldner sterben lassen, als die Soldaten verwunden, dass die Soldaten verwundet werden. Die Soldaten behält man nämlich. Die kommen dann halt ins Lazarett und man muss die wieder heilen, damit man die wieder hat. Dann sind hier noch diese Angreifer, die Bogenschützen. Ja, weitere Steine, ich weiß nicht, warum die anderen jetzt separat waren, aber ganz viele Steine, die natürlich notwendig sind, um zu bauen. Ja, Holz. Also diese ganzen, ich glaube, diese Ressourcen sind wahrscheinlich im Originalspiel schwer zu sagen, ob die dann eine andere Form haben, weil die müssten ja auch dann in diese Mauern passen. Ja, da müssen eigentlich Cubes rein. Ja, schwer zu sagen. Aber die, ich denke mal, die Soldaten, die uns angreifen, sind auf jeden Fall Miepel in dem Kickstarter. Ja, und dann haben wir halt hier auch ganz viele von diesen Türmen. Insgesamt dürften das dann 16 sein, wenn alle am Tisch eben solche Holztürme haben. Und die sehen auch ganz niedlich aus. Das finde ich schon echt witzig gemacht, weil es eben wirklich so wie ein Holzturm aussieht, der eben an die Ecke kommt. Und entsprechend dann auch Schaden austeilt und eben genauso und dann noch die bessere Variante, denn die macht 2 Schaden in jede der angrenzenden Seiten. Also man sollte diese Türme wahrscheinlich relativ schnell bauen. Das sind dann diese Türme. Sieht auch ganz schick aus. Da oben kommen dann eben auch Einheiten hin oder nee, da kommt keine Einheit, da kommt wahrscheinlich 2 Steine hin. Genauso wie hier ein Holz bei den anderen, bei den Holztürmen kommt dann kommt ein Holz hin, mein Gott. Und hier 2 Steine, das heißt auch ein bisschen schwerer zu zerstören. Genau, davon gibt es halt auch 16. Ja, und das war's schon, bis auf die Karten. Und die schauen wir uns natürlich jetzt auch an. Die sind natürlich auch schon ausgepackt, die werde ich dann relativ zeitnah sleeven. Und dann haben wir hier erstmal, ich nehme mal an, dass das die geheimen Zielkarten sind. Wird wahrscheinlich ein bisschen durchsichtig sein, genau. Und dann haben wir hier Protect the Footstores. 2 Geld. Genau, also die meisten wahrscheinlich die meisten Nahrung zu haben. Dann haben wir am Ende, dann kriegt man 2 Geld, was ja im Endeffekt Siegpunkte sind. Ja, Crow Your City, die meisten Gebäude, 2 Siegpunkte. Dann haben wir Lead Powerfully, die meisten Soldaten am Ende des Spiels. Dann noch die meisten Soldatenkarten, also wahrscheinlich diese Red Refugees, diese Flüchtlinge, dass man halt, da eben gibt es auch verschiedene Typen wahrscheinlich. Dann die meisten Essenskarten, um die Hungrigen zu versorgen und das sind halt diese geheimen Zielkarten, mit denen wir am Ende noch Siegpunkte machen können. Dann haben wir hier Siege und Invader Cards und das sind die Invader Cards, die sind halt hier so rot. Und dann sieht man halt, die werden halt aufgedeckt, die werden halt auch so gemischt, dass die irgendwie unterschiedlich, keine Ahnung, wenn ich es dann aufdecke, sehe ich, okay, es kommen halt je nachdem, wie viel Geld ich habe, ja, habe ich
10 Geld bis zu 20 Geld oder nee, über 10 Geld, über 20 Geld, über 30 Geld oder ab ja, mindestens 10, mindestens 20, mindestens 30 kommt dann entweder 3 Schwertkämpfer und 2 Bogenschützen, 5 Schwertkämpfer, ich drehe es mal doch so rum, und 3 Bogenschützen. Und das zeigt halt an, woher die Gegner kommen. Und wir drehen die halt alle so, ja. Also die sind alle so aufgebaut. Im Endeffekt sind die alle genau so aufgebaut, aber sie werden halt irgendwann dann mal auch so aufgedeckt. Und dann weiß man dann, wenn es aufgedeckt wird, okay, die werden, nehmen wir mal an, ich hab mindestens 10 Geld unter 20, bekommen halt im Norden von meiner Burg, kommen halt 3 Schwertkämpfer, 2 Bogenschützen. Und hier im Süden meiner Burg kommen dann, ja, 6 habe ich mindestens, 3 Schwertkämpfer. Genau. Und so wird halt dann diese Invasorenmacht oder die Invasorenschreitkraft jede Runde aufgedeckt. Für alle Spielerinnen und Spieler gelten die. Und da muss man dann halt schauen, dass man möglichst gut geplant hat. Und dann gibt es noch diese Siege-Karte, da wird jede Runde eine aufgedeckt. Da gibt es halt spezielle, spezielle Waffen. Das ist das Mangonel. Auch das greift an. Und das Mangonel macht halt Schaden auf so einen Turm. Ja. Und je nachdem, wie viel Geld ich habe, entsprechend viel Schaden. Oder auf beide Türme an der Seite dann im Endeffekt. Das hier ist der Siege Tower. Das bedeutet einmal, dass Truppen direkt in meine Burg reinkommen. Das heißt, die werden halt reingelassen durch Verräter oder kommen sonst irgendwie rein. Die stehen also direkt schon drin. Was auch nicht so ideal ist. Und alle Spieler bekommen auch noch im Norden, oder je nachdem, wie das liegt halt, ne, bekommen nochmal Schwertruppen, je nachdem, in welcher Runde wir sind. Ja, also auch das durchaus nicht ohne. Ja, und so gibt es halt, diese Siege Cards sind dann aber alle irgendwie gleich. Nur, dass eben manchmal, zum Beispiel wie hier, nur der Leader, also der Führende, der Goldführende, nochmal zusätzliche Gegner kommt. Das ist natürlich auch fies, sage ich mal. Ne? Aber es gibt auch, ist jetzt dahinter gefallen, die eine Karte, aber das kommen wir gleich vor. Aber hier auch immer der Leader. Also da gibt es dann auch verschiedene Sachen. So, dann haben wir hier noch, ja, noch Kartenarten. Schauen wir mal kurz rein, was wir hier noch haben. Und da wären wir zum einen, gucken wir mal gerade, genau, dann haben wir hier Gebäude und Flüchtlinge. Wir machen erstmal die Flüchtlinge. Die haben hier so einen grünen Hintergrund. Und das ist der arrogante Adlige. Das sind die Kosten links, rechts die Siegpunkte, die man am Ende bekommt, wenn der nicht verwundet ist. Dann den Typ der Karte, haben wir gerade gesehen, dass bestimmte geheime Ziele eben für bestimmte Kartentypen gelten. Und dass man sofort, in dem Fall bedeutet der Fall, man bekommt sofort 2 Soldaten. Gut, das ist ein arroganter Adliger, aber er bringt uns zumindest 2 Soldaten. Oder hier der Stonecutter, der Steinmetz, der hat halt auch Kosten, am Ende nur 1 Siegpunkt. Aber man bekommt sofort 2 Stein und jedes Mal, wenn man die Quarry-Aktion wahrscheinlich nutzt, bekommt man einen Stein mehr. Und so gibt es dann halt verschiedene von diesen Charakteren, die man sich holen kann. Und damit kann man eben auch auf eine bestimmte Strategie gehen oder kann man sich halt bestimmte Boni holen. Ja, und dann gibt es halt noch die Karten, das sind die Gebäudekarten. Und ja, auch hier eine Hütte mit den auch Steinmetzen, mit den Skulpturen gestaltern und da ist halt ein Einsatzfeld, wie man unten sieht. Also die bringen zum Teil Einsatzfelder mit. Da kann man halt einen von seinen Workern reinsetzen und kann einen Stein in 8 Geld umtauschen. Was natürlich, klar, Stein ist wichtig, aber Siegpunkte sind am Ende diese Geldstücke und das ist natürlich schon stark. Hier kann man sich 7 Nahrung holen in der Bäckerei. Kostet zwar auch relativ viel, 4 Holz und 2 Stein, bringt am Ende 2 Siegpunkte und eben zwischendurch eine Menge Nahrung. Und da gibt es aber sowas wie das Trainingsfeld und da können quasi die Truppen trainieren. Und für jeweils 2 Soldaten, die zusammenkämpfen, ja, richtet man einen Kampfschaden, einen Nahkampfschaden mehr aus. Das heißt, es lohnt sich da gerade Anzahlen von Soldaten in bestimmten Bereichen auf den Mauern oder in der Burg zu haben, denn dann hat man mehr Nahkampfschaden. Beziehungsweise es gilt dann wahrscheinlich nur für in der Burg. Genau, dann haben wir Weinjahr, den Weinberg. Der kostet nicht viel und man bezahlt ein Geld und eine Nahrung weniger an alle zukünftigen Flüchtlinge. Also wenn man das zeitig hat, ist das eine schöne Karte. Also auch hier viel Gebäude dabei. Also gefällt mir eigentlich sehr gut. Genau, und was haben wir hier noch?
Jetzt schaue ich mal gerade, es gab glaube ich Stadtflüchtlinge, genau. Das müssten solche Stadtflüchtlinge sein. Und Baracken, Gebäude, die sieht man halt irgendwie in dem gelben Hintergrund. Das sind halt so Sachen, die bekommt man am Anfang. Da hat man dann schon mal eine Person, der halt bestimmte Sachen Boni bringt und ein Gebäude, was Boni bringt, müsste man dann erschöpfen sozusagen, um diese Fähigkeit zu nutzen. Ja, und auch das hat man dann gleich am Anfang. Ja, sehr schön. Das war mein Unboxing von After the Empire. Ein Spiel, was ich sehr spannend finde. Ich habe mal wo ich noch jung war, mal ein Computerspiel gespielt. Das muss noch Amiga-Zeit oder ganz frühe PC-Zeit gewesen sein, wo man ja so eine eigene Burg, das hat man wirklich nur so von oben gesehen, hat man eine eigene Burg aufgebaut und dann kam halt, das muss glaube ich noch Amiga, wenn ich mich an die Grafik zurück erinnere, wie auch immer, aber da kamen dann Truppen, das waren einfach nur Pixel, kamen dann an und haben versucht, die Burg zu erobern und man musste halt die Burg so ausbauen und so ähnlich, habe ich das Gefühl bei dem Spiel eben auch. So einerseits so ähnlich wie bei Champions of Midgard, so ein bisschen, dass man diesen Eurogame-Teil hat, wo man eben durch Worker Placement sich erstmal ausrüstet, Truppen rekrutiert, Verbesserungen baut, Gebäude errichtet etc. Wobei mit drei Arbeitern wird man da wirklich immer die Qual der Wahl haben, was man dann macht. Und in der zweiten Phase dann diese Angreifer, was man ja auch so ähnlich dann bei Champions of Midgard hat, ja zum Beispiel, wo dann eben die Monster besiegt werden wollen. Hier kommen halt die Gegner und wollen unsere Burg zerstören. Also finde ich spannend auf jeden Fall. Klingt toll, sieht auch ziemlich cool aus, finde ich. So das Material, gerade so diese Burg-Elemente. Finde ich schon mal ziemlich cool und werde natürlich dann darüber berichten, hier auf meinem Kanal, aber dann natürlich auch auf abenteuer-brettspiele.de. Dort findet ihr eine Menge weitere Artikel über Brettspiele, Interviews, Hintergrundberichte, Kickstarter-Previews, Toplisten, Messeberichte und so weiter und auch meinen Podcast. Das war's für heute und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis dann!